So, wir sind jetzt hier auf dem Verkehrsübungsplatz angekommen. Da vorne seht ihr schon, da ist jetzt so eine kleine Straße überall, wo wir dann jetzt hier gleich rechts weiterfahren. Also hier sind überall so Straßen, Verkehrsschilder sind hier auch. Ja, Auto ist da und ich werde jetzt einsteigen, mal noch kurz ein bisschen mich dran gewöhnen und dann würde ich sagen, fahren wir auch direkt los. Let's go! Ist da 20? Ja, es war nur 20. Um Da musst da du zu noch vom üben. Gas runter. Ich fahre ja noch nicht mal 20. Ja, dann ist er gut. Der sagt sogar, hier ist 1. Der erkennt das aber echt nochmal. Heißt, ne, rechts bleiben. Ich kann die Dicke vom Auto gar nicht einschätzen. Oder? Bremsbär. Die bitte erst in der entscheiden. Dann wartest du jetzt mal, bis die anderen soweit Naja, sind. wir Hm? waren ganz entspannt. Ja, ach so, man kann ja auch Motorrad fahren. Aber das ist cool, zumindest beim Langsamfahren. Deshalb Ja. muss man nichts machen, fährt man selber rein. Wo kommt denn einer raus? Von links und Hauptstadt. Vor dem Stoppschild auf jeden Fall auch mal anhalten, richtig. Und dann links und rechts gucken. Und rechts kann wahrscheinlich niemand kommen. Links, also gucken. Wenn du noch nicht richtig sehen kannst, fährst du nur ein Stück vor und hältst vielleicht noch mal, wenn du unsicher bist. Genau. Das Schild heißt jetzt, dass der von rechts kommt, warten muss. Ja, du bist auf einer vorfahrtsberechtigten Straße. Das heißt, wenn Von jetzt hier rechts einer kommt auch kommt, nichts. ja, die tun ja auch nur so, als wäre da. Okay, darf man nicht überholen, obwohl Genau. der. Bleib auch mal ein bisschen von dem weg, von dem Vordermann. Der lernt ja auch noch. Passiert doch nichts, ich bin dabei weg. So weit weg bist du jetzt auch nicht mehr. So, jetzt mal langsam. Jetzt wird es da nämlich eng. Siehst du das? Ja. Die Autos fahren. Ja, man kann nicht abschätzen, wer wartet. Das machen wir spät. Nee, das machen wir spät. Das hier, dann ist so eine Notbremse. Oder habe ich dafür eine Notbremse? Wir gehen zum Einfahrt liefen.
steht einer. Wieso steht da einer? War der da vorhin schon? Im dritten Gang? Was ist das denn? Da fährt man ja mit 20 km/h schon im dritten Gang. Mal. Ja, das Auto schaltet ja, in dem Falle selber hoch. Ja, bei kurz vor 30 ist man dann, beim dritten Gang. Okay. Egg. Ja, der fliegt schon. Hier auch jemand von da reinfahren. Mhm. Ganz rumkurbeln. Ach, du willst rechts abbiegen, okay. Da darf ich rein, oder? Ja. Hat doch die ganze Zeit hier rum. Ich kann auch nicht schauen. Wo war denn das, wo wir geparkt haben? Das ist da, wo hier da, wo ich gerade gucke, die da von rechts kam, kommen. Da. Ja, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Hm, ja. Muss ich mal gucken, ja. Wir müssen wieder zum Eingang, aber wie kommt man da hin? Aber waren wir nicht gerade auch so halb am Eingang? Ja, also da, wo das Schild Ausfahrt steht, da dann längs fahren. Ja. Ja. Das ist noch da vorne, ne? Jo, dann versuch mal. So. Wir haben jetzt schon mal eine halbe Stunde, bin ich schon mal gefahren. Ja, ich habe mich schon mal einigermaßen dran gewöhnt. Und ja, wir machen gerade mal kurz eben Pause, warten darauf, dass da einer wegfährt, damit wir auch mal rückwärts fahren probieren können. Und der rammt uns gleich. Ja, dann würde ich sagen, wir warten mal kurz, dann geht es gleich weiter. Das kann jetzt dauern, bis der weg ist. Und da ist kein Gang drin. Und der hat einen Schaltwagen. Der muss in den Rückwärtsgang kommen. Der macht keinen Satz nach vorne gleich. Dann sitzt er in unserer Tür. Was? Wenn der jetzt einen Satz nach vorne macht, sitzt er in unserer Tür. Hat jemand was zu trinken? Ja. Der fährt rückwärts auch von selber. Mhm. Jetzt muss er natürlich. Wenn du sehr nah irgendwo anders dran stehst und zu doll einschlägst, dann haust du dir vorne die Ecke kaputt. Ja, die Pflanzen. Platz. Ja, siehst du den Dampfspiegel da? Ja, ist nur ein Stückchen. Ja, wenn noch Platz ist, ist ja gut. Ich fahre doch jetzt wieder geradeaus. Ja, oder so. Jetzt kannst du natürlich jetzt noch ein paar Mal üben. Das machst du, stellst du die so hin, machst nochmal eine Wende. Ich stelle mich jetzt hier so und mach nochmal eine Wende. Stopp. Auch wenn es nur ein Gebüsch ist. Hm? Aber, ach so, bitte. Zwischen den Pöllern einparken, aber das würde ich jetzt vielleicht heute. Ach, zwischen den Pöllern? Ja, ja. Ich dachte, man fährt da immer so rein. Nee. Wahrscheinlich sollst du jetzt hier rückwärts da reinfahren. Rückwärts? So. Nee, wenn überhaupt vorwärts. Ja, rückwärts einparken ist am Ende ist besser und leichter als vorwärts einparken. Echt? Das wirst du dann im echten Leben dann auch noch sehen. Ich würde es probieren, aber warum erlaubt mir das, glaube ich nicht. Was denn? Dass ich da rückwärts einparke. Ja, du sagst mir jetzt, ja, du hast doch keine Lust, dass ich dir dein Auto kaputt fahre. Ist ja gut, kannst ja versuchen. Ja, dann fahren wir jetzt da wieder hin. Ich habe nur noch nicht so den Sinn, warum wir in der ersten Fahrstunde schon direkt einparken müssen. Ja, warum nicht? Kann man noch machen, dann kann ich jetzt schon.
vorne links die Ecke war ein bisschen knapp. Vorne, du meinst die Ecke, die bei mir? Ja, der Baum war ein bisschen... War nur noch ein Meter Platz? Du fährst ziemlich weit links, das ist immer so verstellt. Okay. Ja, du willst jetzt einfallen. Das denke ich schon, aber die steht da irgendwie im Weg. Und da musst du gar nicht hin. Du kannst ja nochmal einmal rumfahren. Du willst ja zwischen den Pullern einfahren, stimmt. Oder nicht? Ja. Ja, da. Ja. Moped ist hier aber irgendwie ein Fehl am Platz, ne? Der ist doch auch die ganze Zeit genervt, wenn da jemand kommt. Der fährt doch schon gut. Ich bin noch vor. Der will auch einparken vielleicht, oder? Mhm. Na, oder du fährst hier rein und parkst zwischen den äußeren Pöllern hier. Dann soll er da hinten und du nimmst die ersten beiden Pöller, wo du zwischenfährst. Von da nach da, der ist so schräg. Ja, macht ja nichts. Fahr links rein. Von hier zwischen die beiden? Zwischen die ersten beiden Pöller rückwärts einparken, wenn du möchtest. Da hinten lief auch, da muss ich weiter machen. Oder der Park aber direkt. Nee, der ist doch kacke jetzt. Ja, das ist so ein Platz. Der macht das ja nicht anders als du. Nimm du die an die äußeren Pöller, dann hast du ja einen Parkplatz dazwischen frei. Das geht schon. Ja, man muss jetzt natürlich spiegelverkehrt lenken. Fahr nochmal vor. Fahr noch mal da vor. Ist noch einer. Ich dachte, der andere wäre der letzte. Fahr nochmal vorwärts. Ich dachte, der andere wäre der letzte. Ich habe den einen gar nicht gesehen. Wie willst du jetzt da einparken? Nach Kamera oder gucken? Ich guck mal. Ich drücke jetzt nicht auf Gas, ich bremse. Ja, auf der Bremse bleiben und im Zweifelsfall halt stoppen. Siehst du beide? Langsam. Ja, die sind zum Einparken hier, so wie er das jetzt macht, wisst ihr das? Ach so. So an der Straße so. Am Straßenrand einparken, genau. Das ist dann Königsdisziplin. Das ist die hohe Kunst, genau. Ja, wie, das ist so. Ja, noch so. Ach so, verstehe. Dann meinst du, warum nur so viele Reifen liegen? Leider ganz viele. Mein Gott, da hat mich echt gehupst. Stopp, ja, halten. Wo will ich den überhaupt hin? Darf man hier auch rechts? Ja, ja. Ja, lass aber dann jetzt dann auf Gegenverkehr dann achten, wenn von da welche kommen. Ganz rechts, da darfst du nicht. Hm. Also ganz rumkurbeln, ganz rechts, oder wo möchtest du hin? Hm. Einfach raus. Ja, ja, langsam fahr ein bisschen weiter rechts. Wir haben noch ein bisschen Platz zum Gebüsch.
ich fahre jetzt nicht. Jetzt auch beim Gegenverkehr, also gucken, dass der Platz hat. Hat er mir einfach die Vorfahrt. Du hast auf die linke Ecke ja. Auf, Jan. Das sieht von hinten immer knapp ja, aus, als sein. Es ist. Aber, ne, der ist noch ein Meter Platz. Passt doch alles. Ganz ruhig. Passiert da nichts. Und macht Spaß. Oh, der Pinke, ich flippe aus. Schon wieder. Da wollte ich doch jetzt hin. Willst du noch mal rückwärts einparken hier? Ja, ich wollte aber echt von da einparken. Steht die da. Willst.
So, das war's dann jetzt auch schon hier mit meiner kleinen ersten Fahrstunde. Wir sind jetzt hier 1,5 Stunden ungefähr gefahren. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir schauen dann mal, vielleicht, wir gehen hier bestimmt nochmal hin, nochmal zum Üben irgendwann. Aber soweit würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, wir gehen nochmal hinten gucken, ob der da immer noch rumsteht. Idiot. So, hier mal aufpassen. Vielleicht kommt ja jemand rausgeschossen. So ein Papp von hinten lenkt nicht mehr ab als eine Kamera. Ey, der will mich doch verarschen. Mein Gott, der steht da, der zahlt da für eine Stunde 10 Euro fürs Stehen da hinten. Mein Gott, was ein Wichser. Schneid das mal raus. Nö. Fährt hier die ganze Zeit mit Fernlicht. Wo ist Licht hier eigentlich? Hier? Das ist Normallicht und das ist Fernlicht. Das ist Fernlicht. Nee, das ist Fernlicht. Mutter hält sich krampfhaft vor Angst fest hinten. Bei 20 km/h. Ich hab ein bisschen Sorge um mein Auto. Ja, das war klar. Aber machst das gut, Jan, wirklich. Ja, die macht hier schon ein paar Theorie. Ja, aber dann hopst die hopst da trotzdem rum. Wenn jetzt links. Ich bin sogar schon mal Trecker über die echte Straße gefahren. War echt? Abends. Ja. Ja, also ne, nein. Wir haben die nur, da war Feldweg, die Straße so, und dann bin ich drüber gefahren mit Niklas. Also wir haben, weil Niklas jeder, wenn du hier noch mal, ja. Jeder von uns hat einen Trecker gefahren hier mit Anhänger sogar. Und Rainer hat uns dann rübergewunken halt. Ja, okay. Also eigentlich ist es illegal, selbst das illegal, dass man da über. Ja, das ist richtig.